Es ist für die ganze Region eine große Bedeutung. Wir haben da ein Projekt, das nicht nur die Gondelbahn am Ähnlichen ersetzt, sondern mit der V-Bahn kommt etwas auf unseren Tourismus zu, was uns weit nach vorne bringt. Wir werden in der Schweiz gestärkt auftreten können und das braucht es auch. Der Tourismus ist umkämpft, vor allem der Winter, aber dieses Projekt wird uns sehr viel weiterbringen. Ich bin nur noch glücklich. Ich bin so glücklich, dass wir endlich beginnen können. Wir haben 9 Jahre für diesen Start gekämpft. Wir hatten eine harte Zeit, aber jetzt geht's los und darum bin ich einfach nur noch glücklich. Ich darf auch im Namen von der GGM herzlich begrüßen zu unserem heutigen symbolischen Spatenstich. Ihr könnt euch eigentlich gar nicht vorstellen, wie es mir und unseren Leuten von GGM hat geholt, dass wir jetzt heute hier stehen. Ah, heute ist ein super Tag. Wir haben jahrelang darauf gewartet, eigentlich über 10 Jahre. Wir hatten früher mal ein Solo-Projekt für Gondelbahn. Nachher ist das Y-Projekt gekommen und jetzt haben wir das V-Bahn-Projekt, wo wir seit 5 Jahren daran arbeiten. Und heute ist der Tag, wo wir definitiv anfangen können mit dem Spatenstich. Das ist eine super Zeit. Heute ist sicher ein ganz spezieller Tag für die Zukunft natürlich von Grindelwald, der ganzen Jungfernregion, aber auch im Kanton Bern und der Schweiz. Es ist ein Leuchtturmprojekt und wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dem Spatenstich das Projekt so richtig können realisieren konnten. Und ist das eben die Bahnhofuhr? Also die männliche Bahn war für die Region immer wichtig. Darum hat es auch vor über 40 Jahren Pioniere gegeben, die Bahn bereits dann ins Leben gerufen haben. Das Haufen haben nicht daran geglaubt, dass es eine Schliessung braucht. Von Grindelwald auf den Männlichen. Man konnte den Männlichen bereits vorgängig erreichen, via Wengen oder via die kleine Scheidegg. Heute sieht man, dass die Bahn, ich sehe es auch an den Zahlen, wir haben in den 40 Jahren über 15 Millionen Passagiere befördert, dass die Bahn wichtig ist, als Zubringer, die rechte Zubringer, die zu wandern und zu schieben. Die Herausforderungen sind jetzt, dass wir einerseits die Bauzeit gut durchbringen. Wir haben ein Jahr lang während dem Bau noch Betrieb, unsere Gäste können weiterhin kommen. Das sind die Herausforderungen. Und nachher geht es darum, auf der Öffnung hier fertig zu werden. Wir haben gesagt, 14. Dezember 2019 werden wir fertig sein. Das hängt vom Wetter ab. Wenn wir viel Schnee haben im Frühling oder im Herbst, wird es schwierig. Aber wir arbeiten voll dran, wir haben gute Unternehmer an der Seite. Und die nächste Herausforderung ist nachher das Marketing. Wir müssen uns präsentieren in der ganzen Welt, dass es uns gibt und dass die neue Bahn hier steht. Es ist ein spezieller Tag, ein emotioneller Tag. Immerhin hat die Gondelbahn 40 Jahre lang Tourismusgeschichte in Grindelwald und in der Region mitgeschrieben. Die Gondelbahn ist nicht nur für die männliche Bahn, die neue Gondelbahn, sehr wichtig. Es ist für die ganze Region sehr wichtig, dass wir hier einen neuen Zubringer haben. Wir sind am Berg gut aufgestellt. Was immer gefällt hat, ist der Zubringer ab dem Tal. Die langen Wartezeiten, das ist einfach heute nicht mehr angebracht. Wir müssen modern werden und mit dem Schritt, den wir hier machen können, sind wir das. Ich habe natürlich Freude, wenn man so ein Projekt, ein Teil nach dem anderen sieht, wachsen. Und wenn jetzt sieht, dass zum Beispiel am 31. Juli bereits der Terminal fertig ist, der Rohbau, 14. Dezember 2019, nachher der Teil mit der männlichen Bahn und der Grindelwald-Terminal, die Haltestelle. Und natürlich jetzt schon freue ich mich auf den 12. Dezember 2020, wenn das ganze Projekt fertig ist. Werte Damen und Herren, werte Freunde von der männlichen Bahn,
gibt es noch eine strenge Zeit. Es geht fast nur 9 Monate, bis wir wieder neu eröffnen können. Aber wir sind gut unterwegs. Wir haben gute Vorbereitungen getroffen. Alle unsere Partner, die Unternehmer sind parat. Wir können sofort loslassen. Sicher sportlich ist jetzt der Rückbau der alten Anlage. Mit der Talstation, die muss fort, komplett fort. Aber wir gehen morgens und morgen schon dahinter. Also das reicht auf jeden Fall. Wir müssen einfach dran bleiben. Es geht alles sehr schnell jetzt. Wir werden jetzt gerade die letzte Gondelbahn-Talfahrt antreten. Schon gleich werden die Gondeln vom Seil genommen, werden verkauft an alle die, die eine haben wollen. Innerhalb von einem Monat sieht man von der Talstation den Innen. Und darum, es geht jetzt wirklich schnell. Die 230 Gondeln nach 40 Jahren Betriebszeit gehen fort. Die einen durch die Luft, die anderen auf der Straße, mit Lastwagen, mit Ebi. Sie werden abgeholt. Eine neue Zeit fällt an, ein neuer Bestimmungsort für die Gondeln. Ist ein schöner Tag. Letzte Woche haben wir die neuen Stützen auf die vorbereiteten Stützenfundamente geflogen. Die ganze Übung war geplant für 2 Tage. Es ist so schnell gegangen, sehr gut gelaufen, ohne Zwischenfälle, dass in 1,5 Tagen alles fertig war. Also auch hier sehr erfreulich vorwärts kommen. Getrennt, 20, 10, 5, 5, 5. Wir haben am Montag, Dienstag, 13. und 14. Mai, haben wir mit dem Grosshelikopter Kamov die Strecke eingeflogen. Es waren total 160 Rotationen mit etwa 450 Tonnen Material. Heute Abend wird das erste Teil der ersten Sektion der neuen Gondelbahn hier von 2 Lütschinen bis an die Destination Grindelwald rumgebracht. Das Ganze dauert etwa 5 Stunden. Die Schwierigkeit ist hier, dass wir verschiedene Brücken zum Überqueren haben, die das ganze Gewicht nicht aufnehmen können. Die ganze Last zusammen hat 100 Tonnen. Es ist auf 2 Lastwagen verteilt, wo die Seile je zur Hälfte aufgelagert ist. Und die Schwierigkeit ist einfach, dass wir immer mit dem ersten Lastwagen über die Brücke fahrt und den Seil so vorspannt und dann mit dem zweiten hinten nachkommt. Das ist ja das erste von 8 Seilen. Wir bekommen 2 für GGM plus nachher 6 für 3S. Und das ist natürlich eine riesen Organisation im Vorfeld mit Behörden, mit Sicherheitsleuten, mit allem drum und dran. Ja, das ist eines der Highlights in der ganzen Gondelbahn im Neubau. Das Seil, bis es hier ist, das ist morgen früh gestartet und braucht eigentlich fast 24 Stunden, bis es vor Ort ist. Also eines der weiteren Meilensteine. Wir sind jetzt wirklich am Punkt, wo es weitergeht mit der Region. Und unsere neue Bahn, unsere V-Bahn, wird die ganze Region, nicht nur das männliche Gebiet, in eine neue Ära leiten. Und wir sind wahnsinnig froh, dass wir hier ein Stück von einer Rolle spielen dürfen. Wir sind wirklich happy und glücklich. Das V-Bahn-Projekt ist ganz zentral für die Unterregion.
für den Kanton Bern und für die ganze Schweiz als Leuchtturmprojekt. Wir werden die Konkurrenzfähigkeit markant steigern und gehören in Zukunft zur Top-Destination des Alpenraums und können auch so die Zukunft der nächsten Generationen im Tourismus sichern.